Hallo Leute, ja, wir sind hier in der Folge. Ich habe das mal rausgeschaut. Ich kann jetzt definitiv, habe ich geguckt, wie die Sachlage ist. Wir haben natürlich hier so einen Karawanensammelplatz nicht. Den müssten wir noch irgendwo erstellen wahrscheinlich. Ich wüsste jetzt nicht, dass ich den schon habe. Lass uns hier mal oben machen. Und das Entscheidende an der ganzen Geschichte ist, ich habe das natürlich schon getestet. Bin auf die Weltkarte gegangen. Ich habe dann gesagt, hier, zack, formatier mal. Geh mal dahin, akzeptier das. Und dann habe ich gesagt, geht ihr beiden mal dahin und der Hund und die zwei Pferde und dann Reisevorräte sollen sie mitnehmen, passt und dann entsenden und das kommt immer noch. Ich bin der Meinung, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das liegt hieran, dass dieses hier so zerklüftet ist wahrscheinlich. Aber er zeigt eigentlich an, dass ich dahin gehen kann. Also ich kann es nicht, ich finde es nicht raus. Ich habe keine Ahnung. Ja, also ich kann das akzeptieren. Ich habe das woanders nochmal getestet, aber das hat also nicht funktioniert. Ich weiß es nicht, ich kann es mir nicht erklären. Wir werden da am Logo irgendwie was weiteres anderes machen, aber da geht es erstmal nicht lang. So, ist ein bisschen schade, aber was willst du machen? Ne? Kannst du nichts machen. Wir haben auf jeden Fall hier schon mal einen Fohlen dazu gekriegt. Das finde ich schon mal cool. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. So, unsere Basis wird hier geforscht, wird gebaut. Ja, die Wände müssen ja alle noch gemacht werden. Das ist schon alles okay so. Wir haben Kartoffeln. 75 an der Zahl. Da müsste auch Essen gemacht werden, aber das ist erstmal gut. Ja, das Gefangenenlager, das passt mir natürlich jetzt hier noch nicht so ganz, dass das hier ist und dahinter die Kühlanlage, ne? Hier sind Krankenbetten, die müssten da eigentlich auch mal raus, ne? Abreißen. Und das auch abreißen. Das ist der Tierschlafplatz, der muss da bleiben. So, jetzt ist noch die Frage, wie wir hier weiterkommen. Wir können hier natürlich auch noch ein Dingens machen, sag schon, eine Kühlung vielleicht einbauen. Auf der anderen Seite, wie sind denn die Temperaturen hier drin? 20 Grad. Eigentlich alles mit 19 und 20 Grad eigentlich ganz angenehm, ne? Was wird jetzt hier? Steinmetztisch aus Holz. Da bauen wir noch gar nichts, ne? Da könnten wir jetzt noch einen Werkzeugschrank bauen, okay. Dann lass uns den noch mal bauen, vielleicht bringt uns das was. Ne? Wir müssen Steinblöcke herstellen, ja, das ist schon mal was, ne? Was hätten wir denn noch für Möglichkeiten? Ja, verschiedene Materialien halt, ne? Er hat jetzt hier Holz. Ah, also es gibt hier kein Feuer oder was? Kann das mal einer anmachen wieder? Hier wird jetzt auf jeden Fall was gebaut. Das ist der Schlachtplatz, ne? Trockenfutter zubereiten, das hört sich doch auch gut an, ne, oder? Mach das mal für die Tiere. Warum ist es hier mit dem Feuer nicht gemacht? Automatisch Brennstoff auffüllen ist auch an, aber es macht keiner. Was ist denn die Arbeit, ha? Mal so ein bisschen so geändert, aber das wird ja irgendwann einer machen, ne? Was ist jetzt? Verrückter Truthahn, wo ist denn der? Zum Ort sprengen, der kommt da gerade. Warte mal, dann machen wir mal gerade Pause, weil den müssen wir ja mal. Menschenjäger. Jagen. So die Frage, wer das jetzt macht, ne? Feli macht es auf jeden Fall nicht. Keiner macht's. Ah, der ist hier schon in die Falle gelaufen.
Dann ist er jetzt schon durch, oder? Truthahn ist tot. Können wir mal erlauben, dann kann man auch was zu essen rausmachen, oder? So. Wo ist ein Kochen? Hier, könnte man das jetzt auf, als Aufgabe machen? Aber wir haben ja niemanden, der richtig kochen kann, ne? Das ist das Blöde. Kochen 8, das war's wohl. Kannst du also wegtun. Wir können nur einfache Mahlzeit kochen. Das ist das Problem, was wir auch haben, ne? Richtig schade eigentlich. Ja, Stich, Stich, Bruch, Bruch. Alles klar. Sozial brauchen wir nicht gucken. Logbuch. Tja, das ist erledigt. Der wird ja jetzt. Ja, weiß ich auch nicht. Mal gucken, was damit passiert. Vielleicht fängt er auch nur an zu gammeln. So, Werkzeugschrank. Kann man aber nichts machen. Ah, der 6% schneller hier dran arbeiten. Das hat ja schon mal was Positives an sich. Okay, wie sieht es denn mit der Forschung aus? Ach, die geht ja noch voran, ne? Schmieden ist da angesagt, okay. So, jetzt Bailey ist schon am Schlafen. Daran arbeitet noch und Paige ist auch am Schlafen. Wieso wird, kann sie nicht mehr schlafen gehen? Ja, wenn nicht, dann nicht, ne? Können wir es auch nicht ändern, oder? Forschung ist zur Hälfte fertig, ne? Kann man das irgendwie revolutionieren? Tja, nicht wirklich, ne? Lass mal schneller laufen. Ah, jetzt wird auch da geschlafen, oder? 18 Grad. Ah, Temperaturen sind alle gut. Hier sind es minus 18 Grad. Da ist. Ja, der ist gesund, aber erfriert er da nicht da drin, ey? Naja. Hund schläft jetzt auch. Super. Einer ist es. Hier können wir auch noch was aufsammeln, ne? Ja, dann müssen wir den mal angreifen, ne? Der hat ein Messer. Kommt der denn näher? Ja, kann ich nicht ändern, dass die Quest abgelaufen ist. Ich konnte da wohl nicht hin. Der startet jetzt den Angriff. Wo ist er? So, gut. Dann lass uns gerade noch mal die Pause reinnehmen. Feli. Kampfmodus. Geht mal dahin. Was dran? Kampfmodus. Geht mal dahin. Page habe ich nicht ausgewählt. Jetzt Kampfmodus. Geht mal dahin. Schießen erlaubt. So, auf geht's. Ist er schon in der Nähe? Ja, der kommt von da, okay. Hat schon geklappt.
Oh. Rettung benötigt. Rettung benötigt. Wie kriegen wir das hin? Rettung. Der ist tot. Haben wir ein Krankenbett? Eigentlich schon, eigentlich, ne? Aber. Arzt benötigt. Wo ist sie denn? Kampfmodus ist beendet. Kampfmodus beenden. Stopp. Wir müssen den Zeitplan, nee, den Arbeitsplan ändern. Und jetzt. Feli holt schon Medizin, okay. Kartoffeln ins Lager zerfallen, okay, ist nicht schlimm. Wir müssen Red Run hier heilen, das ist viel wichtiger. Ah, Arzt wird nicht mehr benötigt, aber Behandlung wird benötigt. Medizin ist Notfall. Ja, wir arbeiten schon dran. Oh Mann. Kriegen wir die noch wieder fit? Wir kriegen auf jeden Fall hier die Behandlung alle hin. Kopf ist schon behandelt, Torso ist schon behandelt. Wie die macht das schon? Sind noch fünf Sachen offen. Nur noch vier Sachen. Und das mit den Ohren, okay, rechte Lunge ist behandelt, aber linker Arm ist noch nicht behandelt. Linke Schulter. Ja. Oh, Qualität war 0%, das ist ja ganz toll, ne? Blutverlust extrem. %, aber wir arbeiten ja noch dran, ne? Es wird sogar mehr anstatt weniger. Oh, ob wir die wieder auf die Beine kriegen, ich glaube eher nicht. Tod in 11 Stunden, Tod in 9, 10 Stunden. 35% Blutung ist gestoppt. Nur die Frage, ob er sie irgendwie wieder fit kriegt noch, ne? Macht auf jeden Fall noch mehr.
Körper, nochmal hier reingeguckt. 84% Blutverlust. Geht er sie jetzt auch noch füttern? Ich will's hoffen. Ja, das ist schon mal sehr schön. Selbst behandeln kann sie sich schon nicht mehr. Oh Mann, ey, das ist ja jetzt echt doof gelaufen, ne? Tja. Aha, Blutverlust exit 82%. Das ist schon mal 4 oder 2 oder 3% runtergegangen. Also es funktioniert was mit der Heilung. Kampfmodus beenden, so. So, jetzt muss einer nur kochen, ne? Jetzt gibt es noch eine Sonnenfinsternis. Okay, das ist aber jetzt erstmal für uns, glaube ich, nicht so ganz so schlimm, oder? Okay, er repariert die Falle wieder, weil da der Truthahn ja drin ist. Aber hier oben hat eine Falle nicht gewirkt, ne? Das wäre dann vielleicht auch nochmal eine Architektur, oder? Ja. Kopie, und die machen wir mal hier hin, oder? Den können wir mal auch... Was ist das für Fledermaus? Zähmer, tot. Okay, ah, ich dachte, hat mich schon gerade gewundert. Trag den mal bitte weg. Wenn wir den hier nicht mehr rumliegen haben. Großbogen, den erlauben wir. Und das Messer aus Stahl erlauben wir auch. Und Silber erlauben wir, ist schon erlaubt. Macht Red Run. 78, das wird besser mit dem Blutverlust. Ich bin der guten Hoffnung, dass wir sie wieder fit kriegen. Aber hier steht immer noch medizinischer Notfall, aber das ist halt so. Ja, das ist jetzt erstmal gerade nicht so schlimm. Er macht hier die Barrieren wieder heile. Ja, wichtig wäre mal hier diesen Schutz zum Beispiel zu bauen, ne? Das passiert leider auch nicht. Wie geht's denn jetzt weiter hier? Zwei Nahrung haben wir nur noch. Wer war denn fürs Kochen zuständig? Wahrscheinlich da dran, ne? Ja. Mal so. Werter ist jetzt nicht so schlimm. Der Rest wird übernommen, außer Forschen. Forschen ist jetzt auch nicht schlimm, wenn das aussetzt. Aber Kochen war jetzt schon wichtig, dass es ein anderer übernimmt dann. Vielleicht machen wir die Prio sogar beim Kochen auf 1, oder? Weil Essen ist jetzt richtig wichtig. Wir haben ja nicht mehr genug. ...75 Blutverlust nimmt, also das wird alles besser. Hören 51, beatmen 77%. Das ist noch wichtig, dass das hier wieder steigt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was hier. Ja, bewegen kann sie sich nicht, ist klar. Ja, müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Aber wir machen erstmal hier wieder einen Cut. Da wird natürlich hier irgendwas abgebaut, was jetzt nicht so prickelnd ist.
Lass uns nochmal den Zeitplan nochmal aufrufen. Er macht auch nochmal Essen, damit einer sich das Essen zubereitet, weil wir haben nur noch eine Ration. Das ist ganz schlecht. Wer kriegt die jetzt? Ich hoffe jetzt Red Run. Was macht er mit der einen Ration? Er holt jetzt hier was zu essen, oder wie? Er hat Reis geholt. Und geht jetzt auf jeden Fall kochen. Das ist schon mal gut so. Okay. Ich hoffe, sie wird wieder gesund. Hier hören ist 54, ist 3% besser geworden. Das ist schon mal gut. Hier ist auch 72. Es wird stetig besser. Ich würde sagen, wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.